fast die Hälfte aller Paare, die in den letzten 5 Jahren zusammengekommen sind, haben sich über Datingportale kennengelernt. Also 50%, das ist eigentlich unglaublich, ist aber so. Da sind alle Altersgruppen vertreten mittlerweile bei Tinder, bei Parship, bei allen anderen Online-Dating-Seiten. Und das Online-Daten ist trotzdem immer noch so eine schwierige Sache, für manche eine unromantische Geschichte und bei manchen artet das in Stress aus. Und trotzdem ist es so, dort finden sich die Menschen, deswegen wollen wir darüber sprechen mit Dr. Johanna Degen. Sie ist Paartherapeutin und erforscht das Online-Dating-Verhalten von uns Menschen. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Morgen hier sind. Wir haben schon eine erste Runde heute Morgen besprochen. Und da sind wahnsinnig interessante Fakten bei rumgekommen. Warum ist dieses Online-Daten heutzutage so viel erfolgreicher als all die Methoden, die wir früher hatten? Ja, also Tinder und Konsorten löst eins unserer Probleme. Wir haben das Gefühl, wir haben wenig Zeit, wir wollen effizient sein und wir haben eine Neugier und eine Lust aufs Leben und wollen stimuliert sein. Und wir haben so das Gefühl, da ist ein wahnsinniger Vorhang von vielen Möglichkeiten, der so um die Ecke lockt. Und der lockt übrigens auch Menschen in Beziehung. Also Online-Dating geht gar nicht nur Online-Daterinnen und Online-Dater an, sondern ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und dann haben wir gleichzeitig das Gefühl, offline schickt es sich gar nicht mehr, so jemanden anzusprechen. Männer haben das Gefühl, jetzt heterosexuell gesagt, es ist vielleicht unangebracht, jemanden anzusprechen. Wollen die Frauen das eigentlich noch? Und Frauen haben ein bisschen verlernt, den koketten Blick zu schmeißen und auch zu zeigen, ja, ich bin ansprechbar. Also hat diese ganze MeToo-Bewegung, die natürlich viel Gutes bewirkt hat, aber auch dazu geführt, dass sowohl Männer sich nicht mehr trauen, als auch Frauen gar keine Signale schicken. Das ist ja eigentlich wirklich bitter. Ist das belegt? Das ist kausal nicht belegt, aber das hatte sicherlich seine Funktion und es sind auch noch andere Bewegungen, die dazu führen, dass wir eher eine Verhärtung zwischen den Geschlechtern haben. Also Annäherung wird als schwierig erlebt und dann bieten diese Online-Plattformen eine einfache Lösung, die wirkt zumindest einfach, hat aber eben auch negative Effekte, Stress, hat Effekte auf Selbstwert, Körperbild, ja, muss man dann bewusst benutzen. Also bei den einen klappt es und bei den anderen klappt es irgendwie nie. Da gibt es auch in meinem Bekanntenkreis Beispiele. Zum Beispiel eine Freundin, die schon sehr, sehr lange Single ist, die hat das mal eine Zeit lang versucht und hat mir dann gesagt, als sie das dritte Mal dann im Restaurant saß und der Typ hat nach 10 Minuten schon irgendwie auf dem Stuhl rumgeruckelt und ist dann, hatte dann einen wichtigen Termin, das war für sie so verletzend, dass sie sagt, das mache ich nie wieder. Warum klappt es bei manchen und bei manchen nicht? Es ist tatsächlich so, dass wir uns eine Art des Online-Datings angewöhnt haben, wo wir uns oft als Produkt oder als austauschbar erleben, wo man das Gefühl hat, wir haben vielleicht jetzt Freitag ein Date, aber Samstag hat jeder von uns ein anderes Date und das wird auch beklagt. Auf männlicher und weiblicher Seite ist doch irgendwie unromantisch. Wir saßen jetzt schön zusammen und in der Bahn nach Hause tindert jeder und jede weiter. Wir haben uns paralleles Dating angewöhnt, wir haben uns angewöhnt zu ghosten, also einseitig den Kontakt aufzulösen, obwohl sich's eigentlich gut angefühlt hat. Und dann macht es uns schnell keinen Spaß mehr. Aber weil wir das Gefühl haben, es gibt keine Alternative, machen wir weiter. Und manche finden sich ja doch, weil pragmatisch funktioniert ist, wie wir schon einleitend gehört haben. Fast die Hälfte der Paare hat sich darüber gefunden, die sich in den letzten 5 Jahren kennengelernt haben. Und es ist ja so, dass wir Menschen treffen. Aber wir könnten die Art, wie wir sie treffen, verbessern. Wir könnten die Sexualität und Intimität ausleben, die beiden gut tut. Und so diese Sachen, die wir bereuen oder wo wir uns unwohl fühlen, reduzieren. Das ist schon möglich. Das werden wir gleich mal besprechen. Wir haben auch ganz viele Zuschriften zu dem Thema bekommen. Tanja zum Beispiel hat geschrieben, ich habe meinen Mann auch im Netz kennengelernt. Was dabei wichtig ist, immer bei der Wahrheit bleiben. Wir sind im September 11 Jahre verheiratet, 12 zusammen. Im Netz will sich ja jeder profilieren und super gut darstellen. Passt ein bisschen zu dem, was Jana geschrieben hat. Ich habe auf diese Art den Mann kennengelernt, mit dem ich nun schon seit über 3 Jahren einfach nur glücklich bin. Ich war ehrlich mit Bild und Text. Ich glaube, das war auch genau das Richtige, um den Mann zu finden, den ich gesucht hatte. Ist das Problem, dass wir uns falsch darstellen oder besser darstellen, als wir sind im Netz, dass es dann nicht klappt? Es ist tatsächlich so, dass das ein Stressfaktor ist. Also wir vermuten zum einen, dass wir betrogen werden. Ist das Profil wirklich echt? Und dann suchen wir schon so, wo es vielleicht zu sehr optimiert ist. Und es stresst uns selber, wenn wir uns überzeichnet positiv darstellen. Zum Beispiel ist es nicht besonders erfolgreich, wenn wir zu viele Filter benutzen, weil dann wird Skepsis provoziert. Dann denken wir, da stimmt doch irgendwas nicht. Und wenn wir uns zu gut darstellen, dann haben wir den Stress, dass wir die Enttäuschung im anderen erleben, wenn wir auf dem Date sind. Und wir haben da auch ganz bewegende Geschichten in unseren Daten. Da war zum Beispiel eine Frau, die hatte Bilder von ihrem Gesicht eingestellt, aber war eher korpulenter und auf dem Date ist
ihr Date auf den Hacken umgedreht. Und das hat sie als extrem verletzend erlebt. Dann hat sie Ganzkörperbilder nach vorne gestellt. Und dann hat sie erlebt, dass sie für ihren Körper fetischisiert wurde. Und das hat sie auch als verletzend erlebt. Also es ist auch ein bisschen Dilemmata behaftet. Und einige Optimierungen sind übrigens auch sozial akzeptiert. Zum Beispiel als Medizinstudent schon mal Arzt zu schreiben, das geht. Wenn es aber nicht in kurzer Zeit erreichbar wäre, wird es sanktioniert. Das geht nicht. Also der Knackpunkt ist ja immer dann, wenn man sich wirklich kennenlernt. Also weiß ich auch aus dem Kollegenkreis, dass manche sagen, im Grunde sind die Leute, die auf solchen Portalen unterwegs sind, in den seltensten Fällen an der Partnerschaft interessiert, sondern die wollen einfach einen für die Nacht haben. Oder ein Nee, besser gesagt. Das heißt, wie kann man das deutlich machen, was man dann will, ohne gleich so negativ oder pessimistisch rüberzukommen? Also es stimmt, es sind viele Motivlagen. Also es gibt Menschen, die suchen vor allen Dingen Möglichkeiten, sich sexuell auszuleben. Manche wollen Flirt-Skills trainieren. Manche wollen auch nur online chatten. Und deswegen ist es schon gut, wenn ich zum Beispiel daran interessiert bin, jemanden wirklich zu treffen, es schnell zu schreiben, damit man nicht diese Geschichten erlebt. Man hat bis zu 2 Jahre gechattet, dachte, es führt zu einer Beziehung und die andere Person wollte nur Sexting und ist verheiratet. Viele sind auch nicht Singles auf diesen Portalen. Und deswegen kann es Sinn machen, schnell zu sagen, wo es für einen hingehen soll. Und auch zu verstehen, dass es sehr unterschiedliche Bedürfnisse gibt, die da befriedigt werden. Aber alle haben auf jeden Fall gemeinsam, dass sie eine schöne Zeit da haben wollen. Wirklich niemand ist beim Online-Dating, um sich austauschbar und abgewertet zu fühlen. Also im Grunde positiv bleiben, das hatten Sie bei unserem ersten Gespräch auch schon so gesagt, positiv bleiben, auch in der Art, wie wir schreiben, ist ganz wichtig. Das ist wichtig, weil wir in so einem Negativ-Zoom sind. Wir erwarten schon die Enttäuschung, wir werten die anderen ab und das machen wir auf allen Seiten. Und dann kann es schon kaum noch gelingen. Wenn man schon das Schlechteste erwartet, dann bemerkt man das Schöne kaum mehr. Dr. Johanna Degen, man nennt sie auch Dr. Tinder. Super spannender Besuch, danke für das Gespräch. Dankeschön. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.